Ja, wir sind das Projekt Blue Sky, werden die anderen noch aufbauen. Erkläre ich euch schon mal ein bisschen, was unsere Intention mit diesem Projekt war. Und zwar ging es dieses Mal bei Jugendtech hauptsächlich als Spezialthema um das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen wollten wir uns auch, weil es ein Spezialthema ist, was vielleicht jeden von uns betrifft, auch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und zwar hatte Maurice die Idee gehabt, dass wir uns damit beschäftigen, um die Luftverschmutzung, welche in Großstädten zum Beispiel auftritt durch Feinstaubbelastung. Unser Projekt wird daraufhin verwirklicht, dass man zu Hause Arduinos stehen hat, an welchen noch später Sensoren angeschlossen werden, womit man Feinstaubbelastung messen kann. Diese Feinstaubbelastung wird dann zusammen mit den Geodaten über ein PHP-Skript an einen Raspberry Pi geschickt, welcher eine als Datenbank dient. Und dieser schickt das Ganze wieder via PHP-Skript an eine iOS-App, welche uns dann diese ganzen Daten auf einer Karte und darstellen kann und dazu noch Tipps. Also das ist der Arduino. Das ist so gesagt, dass die Messstation der ganzen Messungen, die werden aber erstmal simuliert, da wir, wie gesagt, keine Messungen haben, keine Sensoren. Die werden dann über das WLAN, also das LAN-Tool, was hier oben drauf ist, an den Raspberry Pi weitergesendet. Ja, auf dem Raspberry Pi nimmt das dann ein Skript an. Und dieses transportiert es dann halt zu einer Datenbank, wo das reingeschrieben wird. Und dann kann die App sozusagen das wieder aus dieser Datenbank abrufen und auch die Daten dann aufbereitet bekommen. Okay, dann werde ich jetzt mal kurz die App vorstellen. Also ein zentrales Element ist natürlich eine Karte, in diesem Fall von Dresden. Und der blaue Punkt kennzeichnet quasi unsere Position. Es ist auch schon ein Feinstaubwert hier für das TU-Gelände eingetragen. Der ist grün, also quasi ein guter Wert für eine Stadt. Dann überprüfen wir mal den Status von unserem Standort. Da steht gute Luft. Heute ist die Luftqualität wirklich sehr gut. Sie verdient es nicht, beschmutzt zu werden. Schwing dich auf dein Rad. Ja, und das soll quasi dazu animieren, nachhaltiger zu leben. Nun werden die Daten von dem Arduino quasi der Messstation generiert und anschließend in der Karte angezeigt. Das dauert jetzt kurz ein paar Sekunden. Es verbindet gerade mit dem Raspberry, damit die Daten übertragen werden können. Glück haben, würde jetzt auf dieser Karte ähnlich wie ein Messwert angezeigt, welcher dann entsprechend wie der Messwert ist, grün, gelb oder rot angezeigt wird. Grün steht dafür, es ist eine gute Feinstaubbelastung, also relativ wenig Feinstaub. Gelb wäre normal, geht mal noch. Rot wäre dann sehr, sehr schlecht. Und sobald sich dieses dann in der Nähe befindet, da oben ist jetzt ein Neuwert entstanden, dieser ist auch relativ gut. Ja, und wenn jetzt in der Nähe des Punktes, wo wir uns befinden, welcher mit dem GPS ausgemessen wird, ein schlechter Wert sich befindet, so würde das dazu führen, dass wir eine Meldung kriegen, ja, nutzt doch lieber dein Fahrrad anstatt dein Auto, denn hier ist die Feinstaubbelastung eh schon viel zu hoch. Ja, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit.